Das Besondere liegt in dem Verhalten des Materials, das in einer einjährigen Entwicklungsgeschichte entwickelt worden ist und das dann durch diese besondere Form des Rückens genau so geschneidert ist wie ein gut sitzender Anzug. That's right. And because we've combined the material and the pattern, that is these three panels, with the shape of this backrest, we can eliminate backrest adjustment. Mm-hmm. Most chairs have a backrest adjustment. We don't need it. Yes. Also die Besonderheit liegt auch noch darin, dass keine Justierung der Rückenlehne nötig ist und dass es keine besondere Lordosestütze gibt, sondern dass durch diese Funktion des Rückens eine ständige, sowohl für kleine wie für große Menschen oder schwere oder leichte, eine besondere, komfortable Sitzposition gewährleistet ist. Yes, we have a maximum of function with a minimum of parts. And we care very much about this for several reasons. Not only does it make the chair easier to produce, harder to develop, easier to produce, but it's also very good for the environment. We use less material this way. So the advantages are quite numerous. Also der Stuhl ist auch noch besonders ökologisch und nicht nur, dass er sehr bequem und sehr entwicklungsintensiv entwickelt worden ist, sondern auch in der Produktion nutzt er wenig Material und ist deshalb auch ökologisch und gut wiederverwertbar nach der Nutzung. That's correct. Können wir uns jetzt vielleicht nochmal die Lampen, das LED-Licht ansehen als Beispiel? Also zunächst mal wunderschöne Form. Ah. A wonderful design. And this is made by you? This one was made by me. Very good. So, well, I should say I can't do anything without my excellent team of people. But yeah, there's a lot of thought put in here. This one started off with not a concept of a lamp, but with a concept of the light. Yes. So the inside of here, let me turn it off, is an LED. Yes. It's one extremely efficient, very large LED. And when I saw this for the first time, I was amazed. I considered this almost too good to be true, because the quality of the light is very good. It has an excellent color, a great color rendering index, and this an incredible efficiency, and a 60,000-hour lifespan. Yeah. Also zunächst mal, als er diese LED-Leuchte gesehen hat oder als er mit dem Design begonnen hat, war das Licht, die Varianten des Lichts waren das Wesentliche und nochmal das Besondere ist die lange Lebensdauer, die 60.000 Stunden, die Lampe Lebensdauer hat. So, when I started really thinking about LEDs, I asked myself, what does a real LED lamp look like? So, there you can start off by throwing some things away. You don't need a socket. It lasts 60,000 hours, so a lamp doesn't have to have a socket. It can be much smaller. The LED itself is very, very thin. So the optical solution, from an optical standpoint, can also be much thinner. Our reflector in here is only about 6 millimeters high. Also das gesamte Design einer LED-Leuchte kann sich total verändern. Es braucht keinen Starter, es braucht keine
der Reflektor ist nur 6 mm ganz, ganz klein. Und, aber was haben diese Kühl... That's the most important part. What LEDs hate, they hate them, is to get too hot. Also die LED hat nur einen Nachteil, sie werden sehr warm. Mm-hmm. And when they get hot, that 60,000 hour lifespan goes down to 10,000 hours. Und wenn sie zu heiß werden, dann geht die Lebensdauer von 60,000 auf 10,000 zurück. Mm-hmm. So one of the main points we have to do, they have all of these advantages, but you must take care of the cooling. You have to keep these things cool. And what we did is we took that aspect of it and turned it into the central feature of the lamp. This is a die-cast aluminum. Also das Wichtigste bei der LED-Leuchte ist, dass sie, dass die Kühlung funktioniert. Und deswegen hat diese Lampe diese Form und die Kühlung wird durch dieses Aluminium-Formteil, Gussteil erzeugt. Und damit ist gewährleistet, dass die 60,000 Stunden Lebensdauer erhalten bleiben. Yep. And it, it gets warm, but never hot. Uh-huh. So no user will ever burn themselves on this lamp. Also die Lampe wird warm, aber man kann sich nirgendwo verbrennen. Also ich kann Ihnen nur beipflichten, ich habe zu Hause eine der ersten LED-Leuchten mit und die Hitzeentwicklung ist enorm. So once we had the light and the LED and the head, the rest of the lamp is all about letting the head move around in space. Also das Wichtigste ist natürlich der Kopf und das, die LED-Birne. Well, I want to stress that we start off with the user. Ach so, ja. Er ist angefangen mit dem Benutzer des Lichts und so hat sich dann Schritt für Schritt, hat sich die LED als erste Entscheidung LED, dann als zweites, wie sieht der Kopf aus und als drittes dann den gesamten Rest. Well said. Mark, wonderful. You explained very, very well the design concept of your company, and I think it is the next step should be not only chair and lamp, to see what else you are producing. Great. Also außer dem Stuhl und außer den Lampen. Was stellen Sie sonst noch her? How big is your company? Wie groß ist Ihre Firma? Also in New York ist das Design-Team. Mm-hmm. Und wie? We have 18 offices around the world. 18 Ausstellungen und Büros verteilt über die ganze Welt. Right. And three factories. Drei Firmen. And representation over about 60% of countries. Ah ja, ungefähr 60%. 60. Yeah, 60% der Welt, ja, der Länder dieser Erde werden von der Firma Humescale betreut. Yeah, but we just launched a new program now. It's all about air filtration. So we have some right here. Ah ja. Gerade haben sie begonnen mit einem neuen System für Ventilatoren. It's not a ventilator, it is an air filter. Ah, kein Ventilator, sondern ein Luftfilter. Yeah, or a purifier. Yeah. And it's a brand new technology. It's really, really amazing that we've been working on this for 3 years now. Also hat 3 Jahre an diesem Konzept gearbeitet mit seiner Mannschaft und es ist eine ganz neue Technologie und... Dann erklären Sie mal, was das Prinzip ist. Inside the unit is this. This is a paper air filter. Mm-hmm. Over the edge of the paper is this black stripe. That is actually a conductive ink. It's electronically conductive. Uh-huh.
we run very high voltage through this, but extremely low current. So it's a little bit like static electricity. Uh-huh. Also das beruht auf einem statischen Prinzip. Dieser Filter besteht aus Papier und hier gibt es rundherum gibt es eine Induktionsschleife. Ja, es ist ein Carbonstreifen, eine Carbontinte, die angetrieben durch sehr hohe Leistung angetrieben wird. Also es ist ein ganz sicheres Verfahren und beruht auf diesem neuen physikalischen Prinzip. The charge starts here and makes a shape like a kind of like a cake, uh-huh. if you will. And we pull. There are four fans in here. It pulls air with particles, you know, smoke, viruses, anything that's in the air. It pulls it into the charged field. All particles there take on this charge, and then they are forced through this filter, which has the opposite charge. Uh-huh. So when the particles come through, they stick to this. Uh-huh. And what's amazing about this is that this system takes everything out of the air. 99.99% of the particles get trapped around this black stripe here. Mm-hmm. Also das Patent beruht auf einem physikalischen Prinzip der elektrischen Ladung und der Ventilator oder das neue Prinzip dieses Luftreinigers besteht darin, dass die Partikel einmal durch beim Eintritt elektrisch aufgeladen werden und dass in diesem Filter die Gegenpole, die an dem Carbonstreifen diese alle 99,9% aller in der Luft befindlichen Inhaltsstoffe anzieht und dann hier speichert. Right. And this is paper. So when this is done, once every 6 months, you just throw it in the trash. Alle 6 Monate wird der Filter ausgewechselt und man hat dann innerhalb des Raums ein so ein Ventilator hat welche Leistung, what kind of capacity of room, cubic meter can be cleaned with this system? This one is for, it's a very good question. Yes. So what we've done with this system is we've changed the way a typical air filter works. We're not so concerned about cleaning all of the air in the room. Ah, das wird dann nur an den Plätzen, wo jemand arbeitet oder sitzt, kann der Filter eingesetzt werden. Den Rest der Luft, der interessiert ja auch nicht. Man braucht ja nur das ist wie das Öffnen eines Wagenfensters, wenn die Luft im Wagen schlecht ist, dann der Fahrer möchte gerne frische Luft haben und dann das ist natürlich vom Prinzip her sehr, sehr gut. Ja. Because you always know where the clean air is. Yeah. If you leave it on, it will clean the whole room, but you always know this is where the cleanest air is. You can point this at you while you're sleeping, and you don't have to worry so much about cleaning all of the air in the room. You only really need to clean the air you breathe. Vielen Dank. Das war ein sehr, sehr schöner Überblick über Ihre Arbeit und es freut mich ganz besonders, dass Sie hier waren und dass wir dieses Gespräch führen konnten. Und ich wünsche Ihnen für die weiteren Erfindungen, auch dies hier ist auch patentiert. Ja, ist für Ihre Firma patentiert und wünsche Ihnen viele neue Patente und viele Designpreise, nicht nur bei dem Designzentrum Nordrhein-Westfalen, sondern bei den weltweiten Bemühungen. Und herzliche Grüße an Paul Levy. Er hatte mich schon sehr darauf vorbereitet, dass es viele Überraschungen gibt. Und die haben Sie sehr gut erfüllt. Good. Very good. Thank you so much. Liebe Zuschauer, wir sind am Ende unseres diesjährigen OrgaTech-Besuchs. Wir haben
unglaublich viele nette Gespräche geführt und haben sehr, sehr viele tolle Innovationen gesehen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Messebesuch. Ihr Reinhard Flöth-Otto.